Hallo, Sie sind auf dem Kanal Device. Heute bewerte ich das AOC U2790 PQU Monitor. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 27 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und WLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 60 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt 5 Millisekunden. UHD 4K Auflösung. Die 4K UHD-Auflösung von 3840x2160 Pixel, was dem Vierfachen eines Full-HD-Displays entspricht, erzeugt eine Pixeldichte, die brillant scharfe Bilder mit feinsten Details liefert. IPS-Panel. Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich. Wide Color Gamut. Wenn Sie Fotos, Videos oder Spiele genießen, sollten Ihre Bildschirminhalte so realistisch wie möglich aussehen. Aus diesem Grund ist dieses Display mit der Wide Color Gamut Technologie ausgerüstet, sodass es deutlich mehr Farben anzeigen kann als herkömmliche Monitore. Erreicht wird dies durch eine spezielle Hardware-Lösung, nicht durch bloße Software-Anpassungen. Das Ergebnis sind lebensechte Bilder mit feinsten Details, die durch die breite Farbpalette sichtbar werden. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen: 61,49 cm breit, 53,5 cm hoch und 19,95 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 6,5 kg. Höhe und Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine VESA 100x100 Montage ist möglich. Der Monitor verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 4 Watt. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden: 2x USB 3.0, 1x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x 3,5 mm Audio In, 1x 3,5 mm Audio Out 2.0. Rahmenloses Design. Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen oder Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen. Höhenverstellbarer Ständer. Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten, es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse zu erzielen. Integrierte Lautsprecher. Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Beschwerden hervorgehoben. Es fehlt nur USB-C-Unterstützung. Der Klang im niedrigen Bereich. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat: gute Bildqualität. Vielseitiger Ständer. Einfach zu bedienendes Einstellungsmenü. Sehr guter Kontrast. Exzellente Farben. Die Bildfrequenz von 60% ist ausreichend. Super Auflösung. Völlig ausreichende Helligkeit. Der Zusammenbau ist ein Kinderspiel. Das war mein Testbericht zum AOC U2790 PQU Monitor. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!